Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast und ich bekomme aktuell super tolles Feedback jetzt, dass ich zwei Folgen auch die Woche mache. Also danke, danke, danke an jeden treuen Hörer. Und heute habe ich wieder mal einen sehr, sehr spannenden Interviewgast und zwar den Roman Kmenter. Servus Roman, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Hallo, servus, freut mich da zu sein. Lieber Roman, du bekommst eine Frage, die stelle ich jedem meiner Interviewgäste. Und zwar, angenommen, du kommst in ein Seminar bzw. lernst spannende neue Leute kennen und auf einmal sagt die Person, Roman, du bist wirklich eine sehr, sehr spannende Persönlichkeit, aber was machst du eigentlich den ganzen Tag? Dann sagst du, was genau? Ich unterstütze Unternehmer und Unternehmen dabei, mehr Geld zu verdienen. Das heißt, nicht nur Umsatz zu machen, sondern mehr Profit zu erwirtschaften. Das ist so mein Kern. Super, sehr, sehr cool. Lieber Roman, wie hat das bei dir alles gestartet? Ich meine, der Sales-Bereich ist ein sehr faszinierender Bereich. Da bilde ich mich auch jetzt aktuell sehr, sehr stark weiter. Warst du schon immer jemand, der sehr, sehr gerne verkauft hat, der schon ein kleiner junger Unternehmer war und an der Straßenecke irgendwelche Limonaden verkauft hat als kleiner Bub? Oder hat sich das dann erst über die Zeit hin entwickelt bei dir? Also, soweit ich mich erinnern kann, war ich als kleines Kind schon so, also nicht mit Limonaden, aber ich habe natürlich, ich habe geschachert, dass diese so Produkte, was immer das war, Zeugs, Comichefte, alles Mögliche getauscht, verkauft, eingekauft und so, das war schon immer ein Thema. Später dann viel mit Nachhilfe gegeben, was eigentlich auch eine unternehmerische Tätigkeit war, wenn man so mag. Auf jeden Fall. Und war dann schon eigentlich auch während des Studiums, ich habe in Wien BWL studiert, schon immer irgendwie im Verkauf, in der Kommunikation tätig und dann der erste Job dann nach der Uni war auch im Verkauf, im Key Account Management, Großkunden, Computer, IT-System, also war irgendwie schon immer mit dem Verkauf sehr, sehr eng verbunden. Okay, super spannend. Jetzt, du hast es schon angeteasert, du hast ein Studium an der Wirtschaftsuniversität absolviert und dann bist du in Konzerne reingetaucht und hast da deine ersten Erfahrungen gesammelt. Wann war für dich dann der Punkt erreicht, wo du gesagt hast, hey, coole Sache, ich habe tolle neue Erfahrungen mitgenommen, aber jetzt will ich was Eigenes auf die Beine stellen. Jetzt will ich in die Selbstständigkeit, jetzt will ich vielleicht ins Unternehmertum. Wie hat sich das bei dir bemerkbar gemacht und auch warum? Na, der Gedanke, Unternehmer zu werden, mich selbstständig zu machen, war schon lange da, irgendwie schon während des Studiums. Aber sagen wir so, es war mir nicht in die Wiege gelegt. Ich komme aus keiner Unternehmerfamilie, ganz im Gegenteil. Daher war zuerst nur der Gedanke da. Und es sind dann zwei Faktoren zusammengekommen. Einerseits dieses, wie man so schön sagt in der Psychologie, diese Hinzubewegung, nämlich Unternehmer sein, selbstständig machen, eigenes Ding zu machen als Ziel. Gleichzeitig hat das aber nicht gereicht, weil sonst hätte ich schon früher gemacht. Ich brauchte auch ein starkes Weg von. Also irgendeine Situation, wo ich sage, das will ich so nicht mehr. Mhm. Ich war zum Beispiel lange, 8, 9 Jahre bei Samsonite tätig. Da war ich dann 4 Jahre in Deutschland für Samsonite und habe von dort aus ein Drittel Europas gemanagt. Das hat mir so viel Spaß gemacht, da gab es kein Weg von. Ja. Da war Unternehmer sein, ja schon, aber es ist so toll da. Warum soll ich? Passt so. Ja, super. Ich bin dann zurück nach Österreich und bin bei einem Automobilhersteller gelandet als Marketingleiter für Österreich. An sich sollte man glauben, toller Job, nur eben nicht für mich. Okay. Und ich habe mir gedacht, nee, das halte ich hier einfach nicht aus. Geht nicht. Und dann kam das hinzu, zu einem Weg von dazu und dann hat es gebracht. Also Druck und Sog gleichzeitig. Und dann bin ich auf ein Franchise-Konzept gestoßen im Gewinn damals. Die haben, ich glaube, das machen sie nach wie vor, einmal im Monat, also in der Ausgabe so einmal eine Franchise-Seite. Ja. Da habe ich gedacht, okay, ja, klingt spannend. Das war damals Verkaufstraining, ein Verkaufstrainingskonzept. Verkaufstraining hat mich vorher auch schon interessiert. Habe ich bei Samsung jetzt schon ein bisschen was aufgezogen für die Händler. Okay. Und dann kam das auch noch dazu und dann hat das irgendwie halt gepasst. Und dann habe ich den Schritt gewagt. Super, super. Jetzt, wie kann sich meine Community deinen aktuellen Beruf, deinen aktuellen Job vorstellen? Wie schaut jetzt ein normaler Arbeitstag bei dir aus? Also ein Unternehmen hat irgendwie eine Herausforderung, ja, ich sage ungern ein Problem, aber eine Herausforderung im Sales-Bereich. Und wie hilfst du ihnen da jetzt genau? Naja, ein normaler Arbeitstag, man muss jetzt unterscheiden zwischen dem Arbeitstag, wo ich gebucht bin.
Okay. Einen Arbeitstag, wo ich nicht gebucht bin. Okay. Ein Arbeitstag, wo ich gebucht bin, das kann sein, in den meisten Fällen ist es entweder ein Seminar-Workshop oder ein Vortrag. Vortrag heißt mehr Leute, größere Bühne, 100, 200, 500 Leute, je nachdem. Eine Stunde lang ich auf der Bühne spreche, mein Vortragsthema heißt nicht um jeden Preis. Das heißt, die Botschaft ist, statt ständig nur zu schleudern und Preise reduzieren, lieber aufwertend wertvoller verkaufen und zu besseren Margen zu verkaufen. Dann wäre mein Arbeitstag quasi, ich fahre dorthin, mache ein bisschen Smalltalk mit den Anwesenden, gehe auf die Bühne, mache mein Ding, mache dann meist noch einen Büchertisch, wo ich Bücher verkaufe, signiere, verteile, je nachdem, und fahre dann wieder zurück. So, das ist so der Arbeitstag, oder fliege halt, oft ist es auch in Deutschland, dann fliege halt. Ansonsten wäre es ein Seminar, das geht halt den ganzen Tag, und da arbeite ich in Gruppen mit zwischen 6 und 16 Leuten typischerweise, okay, wo es dann um diverse Verkaufsthemen geht. Halt sehr oft ums Thema Preis, wie kann ich bessere Preise erzielen, wie kann ich meine Preise besser durchsetzen. Okay, okay. Wenn, das wäre der gebuchte Arbeitstag, der nicht gebuchte Arbeitstag, da sitze ich zu Hause vor dem Computer und produziere hauptsächlich, mache natürlich so administratives Zeug, klar, auch mal. Alles, was Mitarbeiter nicht erledigen, ich selber machen muss. Ansonsten produziere ich Content. Podcast aufnehmen, Blog schreiben, Bücher schreiben, ja. Okay. Jetzt eine Frage. Ich meine, im Sales-Bereich ist es ja, wird man sehr, sehr schnell mit Rückschlägen auch konfrontiert. Ja? Nicht umsonst ist es ganz, ganz wichtig, finde ich, glaube ich, auch im Sales-Team, dass da immer sehr, sehr viel Motivation dahinter ist, ja, weil man bekommt halt öfters auch Absagen oder irgendwelche Rückschläge. Wie hast du gelernt, mit Rückschlägen umzugehen? Gute Frage. Erstens, das ist ein kleiner Vorteil bei all diesen Rückschlägen, die es natürlich gibt im Sales-Bereich, klar, dass du brauchst nicht genauso viele wie soll ich sagen, nicht Rückschlüsse, sondern das Gegenteil, also Gewinne oder Erlebnisse im Verkauf, egal was das jetzt ist, wie Rückschläge, um die Rückschläge zu kompensieren. Das heißt, du kannst mal ein Beispiel im Sales, machst Kaltakquise, das heißt Firmen anrufen, Leute anrufen und sagen, ich habe da was, die du nicht. Da braucht schon, wie sagen, eine dicke Haut, ja. Und da kannst du damit rechnen, dass du um 10 Leute zu erreichen, 40, 50 Mal zum Hörer greifst. Wenn du 10 Leute erreichst, du hast einen fantastischen Tag, hast du vielleicht, wenn es um Terminvereinbarung geht, hast du vielleicht 2-3 Termine, bei einem durchschnittlichen Tag vielleicht einen. Eher weniger. Einen schlechten Tag gar keinen. Ja. Was natürlich frustrierend ist, wenn du gar keinen Termin hast. Aber um auf den einen, so einen durchschnittlichen Tag zurückzukommen, machst einen Termin. Dann aus meiner Erfahrung kannst du 7, 8, 9, 10 Absagen, nein, danke, haben wir nicht, brauchen wir nicht, etc. haben. Ja. Und dieser eine Termin kompensiert dir dann emotional diese 6, 7, 8, 9, 10 Absagen. Also du brauchst nicht 10 Termine, um 10 Absagen zu kompensieren, sondern es reicht einer. Das ist ein gewisser Vorteil. Ja. Okay. Und ansonsten, ja, man darf es nicht persönlich nehmen, aufstehen, hier ist so schön, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Dankeschön. Und was fasziniert dich jetzt so am Verkauf? Ist es genau dieser jetzt emotionale Kick, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, oder ist es was komplett anderes? Ja, es ist diese Unmittelbarkeit. Du kriegst einfach sehr unmittelbares Feedback. Es ist greifbar, es ist messbar. Du kannst dir wie in wenigen anderen Jobs, bist selber verantwortlich, nicht nur, Kunde spricht ein Wort mit, klar, aber bist selber verantwortlich für deine Erfolgserlebnisse. Und das ist schon einfach ein irrsinnig gutes Gefühl. Du sagst, ich habe es gemacht und der Kunde hat ja gesagt oder gekauft oder was auch immer. Und du bist auch mehr als in anderen Jobs, kannst du dein Einkommen zum Beispiel beeinflussen. Ja. Wenn du jetzt Controller bist, dann kannst du zwar gut verdienen vielleicht oder auch Programmierer, aber du kriegst halt typischerweise, wenn du angestellt bist, dein Monatsgehalt. Und wenn du tolle Leistung bringst, dann ist das gleich, wie wenn du nicht so tolle Leistung erbringst. Langfristig natürlich ist schon besser, tolle Leistung zu erbringen, auch fürs Gehalt, aber kurzfristig nicht. Aber im Verkauf, selbst wenn du angestellt bist, der Selbstständige sowieso, aber selbst wenn du angestellt bist,
kannst du in einem tollen Monat, weiß nicht, um die Hälfte mehr verdienen als in einem schlechten. Und wenn du selbstständig bist, kannst du in einem tollen Monat 5-mal, 10-mal so viel verdienen wie in einem schlechten. Und das finde ich das Spannende, ja. Okay, super. Jetzt, du hast ja auch bei mehreren Unternehmen mitgewirkt, hast sie aufgebaut. Was fasziniert dich jetzt so am Unternehmensaufbau? Ja, auch wieder das, Dinge, Menschen, Ideen so zu kombinieren, dass etwas rauskommt dabei, was funktioniert und sich entwickelt. Mhm. Das ist das Schöne. Da geht's natürlich muss das Ganze rentabel sein, sich rechnen und letztlich Geld produzieren, logisch. Klar. Aber das steht gar nicht so sehr im Vordergrund. Es ist mehr dieses, so unmittelbar dieses gute Gefühl und dann denkst du, oh, das habe ich jetzt und das klappt, das funktioniert. Da beginnt was zu laufen, ja. Super, super. Jetzt, du bist auch Autor, hast auch mehrere Bücher geschrieben. Wie hat sich da dieses Schreiben bei dir entwickelt? Bist du einfach mal aufgewacht in der Früh und hast gesagt, so, jetzt schreibe ich mein erstes Buch? Oder wie bist du da dazu gekommen? Nein, also wahrscheinlich, das weiß ich gar nicht mehr so genau, wahrscheinlich hatte ich schon lange irgendwie so die Idee, ein Buch zu schreiben. Mhm. Aber es hat sich damals ergeben in dem Franchise-System, wo ich war, wo es um Verkaufsführungskräftetraining ging und so, dass wir damals als System einen Deal gemacht haben mit einem Verlag und dann gab es Möglichkeiten für die Systempartner ein Buch zu schreiben. Und ich gesagt, ja, mach das. Das mache ich. Super. Habe ich eins geschrieben, das war 2006, glaube ich, mein erstes Buch. Dann ein, zwei Jahre später mit meiner jetzigen Frau gemeinsam ein zweites und dann auch wieder länger nichts und das dritte Buch, dann habe ich bei ein paar Büchern so mitgeschrieben, so Kapitel und so, das dritte Buch dann vor 2,5 Jahren jetzt und dann bin ich sage mal vor einem Jahr so richtig auf den Geschmack gekommen, habe einen eigenen Verlag gegründet und schreibe seither relativ viel, das wird Kurzratgeber, jetzt habe ich gerade auch ein längeres fast fertig und habe jetzt, ich habe aufgehört zu zählen, ich weiß es nicht, habe im letzten Jahr wahrscheinlich 3-4 Bücher produziert, teilweise in das eine habe ich in 7 Sprachen, glaube ich, übersetzen lassen. Wow. Und Hörbuch produziert und habe ich auch jetzt gerade wieder 2 im Werden. Und so, also jetzt bin ich komplett im Flow. Super. Jetzt bei dir ein super Zitat, was ich extrem spannend finde, ist: Stillstand ist Rückschritt. Sprich, du bildest dich auch täglich weiter, wahrscheinlich auch mit Büchern, mit Seminaren. Aber warum glaubst du, ist es bei den meisten Leuten so behaftet, dass sie sich denken, okay, jetzt habe ich mein Studium, meine Ausbildung fertig und jetzt brauche ich mich nie wieder weiterbilden? Oder sie sträuben sich sehr gegen Ausbildung? Ja, das stimmt. Das ist sehr, sehr weit verbreitet. Möglicherweise, ich kann nur mutmaßen jetzt, möglicherweise, weil das Lernen immer so mit der Schule verbunden ist bei uns und die Schule generell halt für viele Leute nicht die tollste Erfahrung war. Ne? Viele haben sich geplagt. Ja. So, wenn du Glück hast und gerade ins aktuelle System passt, dann tust du dich vielleicht leicht, aber viele passen nicht ins System, tun sich schwer. Ja. Vielleicht hat es damit zu tun. Okay. Es beginnt ja schon damit, dass viele Leute einfach nicht lesen und wenn dann mal ein Roman, also gar nichts gegen Roman, ich lese auch gerne Romane, aber so die Ideen, Sachen, Fachbuch zu lesen mal, ist nicht sehr verbreitet, aber die Leute, die beruflich, sei es selbstständig oder angestellt, wirklich weiterkommen, das sind alle, die ich kenne, sind massive Junkies, was Weiterbildung in irgendeiner Form angeht. Ja, 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 auf jeden Fall. Lieber Roman, spielt bei dir Persönlichkeitsentwicklung eine große Rolle oder eher weniger? Eine ganz große Rolle. Was fasziniert dich so an der Persönlichkeitsentwicklung? Naja, wenn ich mich beruflich entwickeln will oder mein Business entwickeln will, dann beginnt das bei mir selber. Geschäftsentwicklung, vor allem wenn ich jetzt Selbstständiger bin und ich sage mal, selbstständiger Dienstleister, keine Ahnung, Webmaster, Trainer, Masseur, Experte. Ist egal, ja. Dann häng ja ich und meine Persönlichkeit sehr eng mit dem Geschäft zusammen. Mhm. Und ich behaupte mal, ohne Persönlichkeitsentwicklung gibt es nicht wirklich substanzielle, nachhaltige Geschäftsentwicklung. Wenn du zum Beispiel dir selber denkst, das ist ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige, dir selber denkst, naja, was ist denn so mein Stundensatz? Was bin ich denn wert pro Stunde? Und wenn du selber
dir nicht mehr als Berater, sage ich jetzt mal, nicht mehr als 100 Euro pro Stunde wert bist, dann wirst du es auch nicht wirklich schaffen, am Markt mehr als das zu kriegen. Wenn du dir selber 300 wert bist, dann wirst du auch die 300 kriegen. Ja. Das hängt nicht so sehr vom Markt ab, sondern beginnt primär in deinem Kopf. Was bist du dir wert? Was nicht der einzige, aber ein wesentlicher Teil oder ein wesentlicher Faktor halt ist in der ganzen Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Spannend. Sehr, sehr spannend. Woher glaubst du, kommt bei den meisten Leuten diese, diese negative Einstellung gegenüber dem Verkauf? Ich meine, das ist ja sehr weit verbreitet, dass viele Leute mit Verkauf etwas Negativem verbinden. Woher glaubst du das? Kommt das? Ich glaube, aus meiner Sicht falschen Assoziation, einer nicht zutreffenden Assoziation. Viele assoziieren mit Verkauf jemanden oder mit dem Verkäufer jemanden, der mir irgendetwas aufdrängen will, was ich gar nicht will oder brauche. Erstens muss ich gestehen, erlebe ich solche Verkäufer, zumindest in Mitteleuropa, so gut wie nicht. Wir leiden nicht an zu vielen Verkäufern, die zu viel Druck machen. Habe ich nicht. Also so gut wie nicht. Ich muss eher den Verkäufern nachlaufen und fast betteln, dass sie mir etwas verkaufen. Es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Ich schicke irgendwelche Anfragen los per Mail und dann hörst nichts. Also dass die Verkäufer zu viel Druck machen und unangenehmen Druck machen, ist ein Luxusproblem. Das haben wir nicht. Aber es ist so in den Köpfen der Leute drinnen. Mhm. Und das Zweite, viele haben auch Angst davor, weil verkaufen heißt ja auch auf Menschen zugehen, die ich vielleicht nicht kenne und mit denen mal Kontakt aufzubauen und so. Ja. Und ich glaube, das schwingt da alles irgendwie so mit irgendwie. Ja. Mit. So gut wie alle vergessen ja, dass wir alle Verkäufer sind. Der eine verkauft ein Produkt, der andere verkauft sich selber als Person an ein Unternehmen, wenn er angestellt ist. Wie kriegst du einen Job, indem du dich dort verkaufst? Stellst dich gut da, ne? Stellst dich gut da. Alles schöner Anzug, ja, schönes Bewerbungsschreiben. Ja. Natürlich. Und machst du Preisverhandlungen? Na klar, du verhandelst über dein Gehalt. Das ist nichts anderes als eine Preisverhandlung. Das heißt, wir machen es alle. Permanent. Ja. Wie kriegst du einen Partner, indem du dich verkaufst? So hart das klingt. Ja, letztlich, wenn man es analysiert, nichts anderes, die gleichen Mechanismen. Okay, spannend. Jetzt, lieber Roman, was ist dein Warum? Beziehungsweise hast du überhaupt ein Warum? Oder was hältst du von einem tiefen Warum? Also ich halte persönlich sehr viel von einem tiefen Warum. Okay. Allerdings, ich habe mich schon öfter gefragt, was ist denn mein tiefes Warum? Und so richtig auf das Pudelskern bin ich noch nicht gekommen. Okay, das ist ein Prozess, ja. Deutlich macht, also es gibt Menge Dinge, die mir Spaß machen. Ich stehe gerne auf der Bühne, ich schreibe gerne Bücher und so. Mein Warum, jetzt kann ich sagen, ja, ich will mit meiner Botschaft die Welt beglücken. Mhm. Ja, ist das jetzt ein tiefes Warum? Weiß ich nicht. Was sich aber zeigt ist, solange du noch auf der Suche bist nach deinem wirklichen Warum und solange du es nicht gefunden hast, brauchst du nicht zu warten, sondern du kannst schon mal tun. Ja. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, den viele machen. Sie suchen ewig lang nach dem Warum oder nach der was weiß ich, Bestimmung oder Eingebung oder ja. Und verbringen Jahre damit und so, anstatt mal zu beginnen. So learning by doing und irgendwann kommst, habe ich jetzt mein Warum gefunden? Ich weiß es nicht, aber ich mache Dinge, die mir Spaß machen und das recht erfolgreich. Also so gesehen, ja, man kann auch gut ohne tiefes Warum, ja, das will ich damit sagen. Auf jeden Fall. Wenn du es hast, super, schön. Wenn du es nicht hast, geht auch. Jetzt, lieber Roman, auch eine Frage an dich, wahrscheinlich, was auch sehr, sehr viele Seminarteilnehmer von dir haben, dass sie oft auch einen Job ausüben oder irgendwie einer Tätigkeit nachgehen, die sie nicht wirklich erfüllt. Warum glaubst du, ist das jetzt immer mehr in der Gesellschaft wichtig, beziehungsweise vielen Leuten immer wichtiger, dass sie natürlich Geld verdienen, keine Frage, aber auch wirklich sich irgendwie einbringen wollen, beziehungsweise auch wirklich etwas ausüben wollen, was sie bewegt oder was sie irgendwie erfüllt? Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Generationenfrage. Okay. Ich habe das Gefühl, aber das ist wirklich nur mein Bauchgefühl, dass die jüngeren Generationen mehr von dieser Erfüllung im Job haben wollen und brauchen und auch bereit sind, dafür auf zum Beispiel auf Geld zu verzichten oder auf
irgendwelche Dinge, sage ich mal. Auf Sicherheit vielleicht auch, auf Sicherheit? Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auf Dinge zumindest, zum Beispiel. Okay. Bei uns war es, als ich 18 war, damals mit 18, war das allererste, was du machen musstest, einen Führerschein, um ein Auto zu kriegen. Ja. Jetzt Jugendliche in dem Alter heutzutage, na, mein Neffe übt schon für einen Führerschein mit meinem Bruder, aber drängt nicht so wichtig und so. Also haben sich ein bisschen Prioritäten verschoben. Mhm. Wir haben natürlich, wir sind viel, es ist viel Work-Life-Balance getrommelt worden als Schlagwort und so, was aus meiner Sicht ganz, ganz schlecht ist, weil das heißt ja, da steckt ja was, eine Botschaft drin, nämlich es gibt Arbeit und dann gibt es das Leben. Und Arbeit ist ein Leben, Arbeit ist das Schlechte und Leben ist das Gute. Das finde ich, das ist genau das Problem, das wir haben. Die Leute gehen dann in die Arbeit, nehmen das Schlechte in Kauf, um dann in der Freizeit endlich das Gute genießen zu können. Das ist blöd, weil das sind 40 Stunden die Woche oder mehr als Schlechtes. Ist ein schlechter Tausch, oder? Schlechter Deal. Ganz schlechter Tausch. Ganz schlechter Tausch. Und was natürlich mitspielt, ist jede Menge Angst. Ja, was, wenn ich jetzt nicht, ich muss das ja machen, weil, damit ich Geld verdiene, weil in Österreich, auch in Deutschland, du verhungerst nicht. So. Ja. Was immer du tust. Ja. Selbst wenn du dein Unternehmen an die Wand fährst, kannst du dich sogar for free weiterbilden. Ja, bei uns heißt das in Österreich AMS und verdienst, also verdienst, sage ich jetzt mal, aber wirst unterstützt. Ja, aber ja, die, woher glaubst du, kommt diese Angst von negativen Glaubenssätzen oder eigentlich von in der Schule, diese Einflüsse, woher glaubst du, kommt diese, ja, weiß ich nicht, Abneigung? Naja, es ist erstens mal, sind wir ja in Österreich, auch in Deutschland, keine Gesellschaft der selbstständigen Unternehmer, also wir sind Gesellschaft der Angestellten. Das heißt, wir kriegen es immer noch, früher noch mehr als jetzt vielleicht, eingeimpft von klein auf. Ja. Man macht seinen Lebensweg, indem man die Schule macht, vielleicht noch studiert, dann einen Job annimmt und dort halt ordentlich brav, fleißig arbeitet und so. Das steckt tief in uns drinnen. Alles, was außerhalb dessen ist, ist natürlich angstbehaftet, klarerweise. War es ja bei mir auch. Warum habe ich mich nicht früher selbstständig gemacht? Unter anderem, weil ich Angst hatte. Was Unsicherheit? Sicherheit ist ein hoher Wert für uns, generell, in vielerlei Hinsicht. Mhm. Natürlich, für viele, die es nicht besser wissen und nicht kennengelernt haben, ist eine selbstständige Tätigkeit mit hochgradig viel Unsicherheit verbunden. Heutzutage sage ich, eigentlich bin ich sicherer unterwegs als die allermeisten Angestellten. Warum? Auf jeden Fall. Weil als Angestellter hast du einen Kunden, nämlich deinen Arbeitgeber. Wenn du den verlierst, hast du keinen mehr. Null. Dann war es das, ja. Als Selbstständiger habe ich 15, 15, 20, 100, 500, je nach den Kunden. Und wenn ich 15 habe und einen verliere, dann ist es schlecht, klar. Aber ich habe immer noch 14. Und wenn ich 5 verliere, habe ich immer noch 10. Ja. Also es geht nicht zu schnell auf null. Das ist das Thema. Also super. Angst. Und die Angst hängt auch wieder, schließt sich der Kreis, am Selbstwert. Mhm. Je besser deine Persönlichkeit entwickelt ist, je mehr Selbstwert hast du, umso leichter kannst du dich auch von dieser Angst, die natürlich wieder mit Glaubenssätzen verknüpft ist und so weiter und so fort befreien. Ja. Super, super. Jetzt, lieber Roman, abschließende Worte an eine Person, die sich im Verkauf weiterbilden will, die auch da irgendwie sattelfester werden will, außer sich bei deinen Seminaren anzumelden. Was wäre das so wirklich ein erster Schritt von dir an meine Zuhörer, an den Zuhörer, an die Zuhörerin? Im Verkauf tätig werden. Okay. Ganz einfach. Learning by doing. Einen Job annehmen, sei es nebenbei, wo man verkaufen muss. Muss. Weil das halt der Job ist. Bewusst auch so Dinge wie mal Callcenter, Cold Calling zu machen und sowas während des Studiums. Ich habe während des Studiums immer wieder ganz unterschiedliche Verkaufsjobs gemacht. Ist das frustrierend bisweilen? Ja. Hat man Angst bisweilen? Ja. Aber man lernt es. Und parallel dazu, es gibt heute, unabhängig von Seminaren bei mir, aber es gibt so viel Information zum Thema Verkaufen, das meiste gratis, YouTube, Podcasts, rund um die Uhr. Dann kann ich um wenig Geld das eine oder andere Buch kaufen und lesen. Das Seminar kommt dann weiter hinten. Vorteil ist ja, wenn man einen Job einer guten Firma annimmt und verkauft, dann kriegt man ja die Ausbildung und die Seminare von der Firma gratis geliefert, auch wenn man jetzt angestellt ist. Genau. Ja.
Also allein deshalb schon, ja. Aber Lernen und Verkaufen halt in den Fokus stellen, ja. Okay, super. Dankeschön für diesen Impuls. Lieber Roman, ich wünsche dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Danke für deine Zeit. Ja, danke auch.